ist schon dunkel draußen, als sich die Löschgruppe Rhein am Gerätehaus zum Übungsdienst trifft. Heutiger Programmpunkt: eine Atemschutzübung. Die simulierte Situation: eine Person befindet sich in einem brennenden Gebäude. Doch aufgrund der starken Rauchentwicklung können die Feuerwehrleute nicht sehen. Um dies nachzuspielen, ist das Sichtfenster ihrer Atemschutzmasken abgeklebt, sodass sie sich blind vorantasten müssen. Die vermisste Person, in diesem Fall ein Sack Grillkohle. Zur Sicherung der Bergungskräfte sind diese durch ein Seil mit einem Kameraden draußen vor dem Gebäude verbunden. So finden sie nach der Übung den Weg aus dem Gebäude, können selber aber auch im Falle einer Verschüttung geborgen werden. Doch das ist nicht die einzige Vorsichtsmaßnahme. An den Atemschutzgeräten haben die Brandbekämpfer einen sogenannten Totmannwarner. Wenn also ein Atemschutzgeräteträger in ein Brandobjekt reingeht und dort verschüttet, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Und dann ist die Situation so, wenn er sich nicht mehr bewegen kann, nach maximal 30 Sekunden geht dieser Totmannwarner aus als Warnsignal. Dann weiß also der Einsatzleiter draußen, der hört dieses Signal und kann entsprechend auch sofort den Sicherungstrupp reinschicken, der dann halt auch die Person sofort finden kann aufgrund der Signalstärke, sodass halt auch der Rettungstrupp dann entsprechend weiß, wo er suchen muss. Alle 2 Wochen trifft sich die Löschgruppe Rhein dienstags zum Übungsdienst. Die Gruppe besteht aus 30 Personen, 4 davon sind weiblich. Doch bei ihren Treffen geht es nicht immer nur um Brandbekämpfung. Auch Menschenrettung oder technische Hilfeleistung sind wichtige Themen. Heute steht etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Denn einer der Feuerwehrmänner ist neu in die Gruppe gekommen. Und der wird erst einmal auf Feuerwehrart getauft. Denn bei der Feuerwehr ist nicht immer alles nur purer Ernst. Ein bisschen Spaß ist auch immer dabei. Auch eine richtig motivierende Geschichte ist einfach die Kameradschaft, dass man einfach auch mal 5 Grad sein lassen kann, dass man also auch wirklich, wie Sie es schon vorhin gesehen haben, mal so eine Feuerwehrtaufe macht, jemanden nass macht, aber auch hinterher mit einem Zusammensitz quatscht, auch über familiäre Probleme einfach mal miteinander offen diskutieren kann, reden kann. Also man ist hier schon eine Gemeinschaft und teilweise sind hier wirklich Freundschaften entstanden, die mittlerweile über 30 Jahre laufen und das kann eigentlich nur in so einer Hand-in-Hand-Funktion funktionieren. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und so steht beim Löschzug Rhein nicht nur die Brandbekämpfung im Vordergrund, sondern auch etwas, was mindestens genauso wichtig ist: eine gute Kameradschaft.